Es hat mal wieder funktioniert. Normalerweise kackt meine Stimme da mittlerweile wieder ab, aber bin froh, dass es richtig geil funktioniert hat. Aber so richtig. Oh fuck, Alter. Oh, wie gut. Das ist echt ein Talent, auf das du stolz sein kannst, ja? Ja, das will ich auch extrem. Ich glaube sogar am meisten, ja. Das, oh Mann, Alter. Ich nicht, ja. Ich will das aber auch gar nicht können. Ja, doch, das ist ziemlich cool. Wir haben 17 Bonus-Pulas. Ja, der muss weg. Ja, easy, ein Match. Also, was meinst Ah. du? Kriegen wir Cheater? Ja, sicher. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber kriegen wir dieselben Cheater von letztens? Damit die mich direkt tilten können. Das ist halt voll bitter. Ja, echt mal. Aber ich bin schlecht vorbereitet. Das ist jetzt echt hier. Wieso schlecht vorbereitet? Ja, alles so zwischen den Terminen und so. Und gleich geht mein Privatjet und aha, das ist Ja, alles nicht so gut durchdacht. ich weiß, du fliegst ja wieder nach Hawaii, wie immer. Ja, Nach unserer diesmal Aufnahme. zu meinem Wochenendhotel. 600 Zimmer für mich alleine. Ins Hula-Bula war das, ne? War es das Hula Bula? Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte auch das Kirikakara gewesen sein. Ich habe da keinen Überblick mehr. Das Solange wird es mir in beiden mittlerweile zu Bahama viel. Mamas gibt, ist so alles gut. Ich trinke keinen Alkohol. Also nicht so viel. Ich vertrage keinen. Also, wer schon mal mit mir trinken war, weiß, ich rede gern viel, wenn der Tag lang ist und aber ich glaube, ich bin so, was Alkohol angeht, ziemlich schnell am Ende. Na gut, das kann ich mir aber gut vorstellen bei dir, ja. Ja, es ist so, an einem Tag trinke ich die 10 Bier weg und am nächsten Tag oder irgendwann anders liege ich dann nach 2 Bier schon tot in der Ecke oder so. Das ist ganz komisch. Kennen bestimmt auch andere. Also unsere Wartezeit ist geschätzt weniger als eine Minute und verstrichen jetzt circa eine Minute. Ich denke mal, wir Jetzt waren geht's jetzt los. bei zwei ungefähr. Keine Ahnung. Die brauchen halt ein bisschen. Sollen wir die Ist halt mal alles noch nicht trollen? ausgereicht bei Blizzard. Das Spiel ist ja noch gar nicht so alt. Ach doch, ist es ja doch. Das ist so alt. Oh Ja, es fuck. sind da mittlerweile 2010 oder 2011? 2010, ne? 2010, ja. Ja, 2010. 6 Jahre. Jetzt Sechs hat schon ein wunderschöne bisschen auf dem Jahre. Buckel. So, wir haben wieder eine Map mit Goldaxe, ja. Das ist im Multiplayer echt normal, kann das? Vor allem ich freue mich immer, dass ich immer in der Position bin, wo ich meine eigene Gold habe. Du bist echt jedes Mal da oben, ne? Na Ja. gut, jetzt als Zerg ist es praktisch. Ja, ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier gespielt haben, war ich auch Zerg. Ja, Ne, du bist einmal Zerg war ich, glaube immer. ich, Toss, aber da war ich dann noch auf deiner Position. Ich würde sagen, mit der Gold könnte ich ja Mass Adept oder sowas spielen. Das ist korrekt. Gegen was spielen wir überhaupt? Gegen Rück Terran. Zerg und Terran. Ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach mal nachgeplappert. Okay. Ich denke mal, ich werde dann Banelinge auf jeden Fall anfangen. Baneling. Viele Linge und dann ein bisschen explosiv. Also, liebe Kinder, zu Hause nicht nachmachen. Das ist ätzend. Bitte zu Hause keine Banelinge züchten. Vor allem nicht hochgehen lassen. Ja. Das gibt eine Riesensauerei. Und wenn ihr das macht, dann erzählt es bloß allen, die damit in Berührung kommen könnten. Weil die denken sich dann, oh, was ist das denn für ein niedliches kleines neues Tierchen? Was haben wir denn da? Was hat die Evolution uns denn da gebracht? Und dann BÄM! In your face. Ja. Also unsere Gegner haben auf jeden Fall einen Reaper am Obwohl, nee, Start. mehr als die Hand ist weg. So ein Baneling kann ja locker 8 Marines töten oder so. Na, einer nicht, nein. Doch, einer schon. Nee, einer tötet keinen Marine. Dann eben zwei. Also ein Baneling, liebe Kinder, dürft ihr zu Hause hochgehen lassen.
Ja, gut. Derjenige, der das anpackt, hat aber wahrscheinlich auch keine Ganzkörperrüstung. Das wie ein mag Space sein. Marine. Das mag sein. Okay, angesichts dessen muss ich dir doch leider recht geben. Deswegen gehe ich doch davon aus, dass die zivilen Opfer recht hoch wären. Der hat mir ein Gas zugebaut, ja? Ja, das finde ich. Ist mir egal. Ja, mir auch. So ist es nicht. Unser Denken gleicht sich. Ja, ich schicke ja schon ein paar Länge. So soll es geschehen. Kriegen wir das schon ganz schnell weggedödelt? Ja, müssen wir. Also ich weiß, dass der irgendwo nicht gesehen. Ist. Ja, ich wundere mich auch gerade, wo der bleibt. Weil ich habe schon Queens draußen, normalerweise kommt der ja immer. Vorne steht er. Naja. Ich komme mit meinem Adept und du machst den Versieren. Hat sich einfach selber gesprengt. Okay. Hast du gehört? Ich mach den und du kümmerst dich um den Gazier. Ja, ja. Ich mach das schon. Kann das. Eine Sache, die ich kann. Yeah. Ja, es verjagt. Jetzt meldet mein Steam sich auch noch. So, ich baue mal ein paar viele Länge. Einfach so just for fun. Mag Länge. Länge sind ja auch cool. Ja, putzig. Na gut, das kann ich jetzt nicht bestätigen, ja. Ich habe schon ziemlich oft Cancer wegen mir bekommen. Coole Säuglinge-Bild drin. Coole Säuglinge kenne ich leider auch nicht. Ja, Herr Reaper. Oh, das war... Was ich scout das erstmal. Ja, hier ist eine Hexe. Da sind, war da ein Baneling? Ich glaube, da war ein Baneling. Nee, doch nicht. Mach die Hexe put. What the fuck? Ich wollte doch nur einen nehmen. Warum geht meine Auswahl nicht? Keine Ahnung. Oh, jede Menge Reins. Ja. Aber Adept sind ziemlich gut dagegen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das sagt man sich so. Das ist so eine Street Legend. So ein Underdog-Legend. Ja, das stimmt eigentlich gar nicht. Das erzählt man sich nur, damit die alle Angst haben. Ich komme mal mit meinen Adepts rüber. Ja, ja. Sammeln auch ein paar Länge schon wieder. Also, ich würde sagen, da kommen wir jetzt gleich mal Nagel in den Sarg hauen. Und dann war's halt mit denen. Ready when you are. Also ich gehe, ja, ich bin ready, aber warte, ich mach meinen Dingsy. Nee. Ich hab mich umentschieden. Zu viel? Ja, da sind vor allem Riesen Marine Ball mit Heal und die Roaches. Ist echt viel. Ich kann ja nochmal so einen Geist reinschicken, damit du es sehen kannst. Ich scoute mal, was der sagt. Wobaut. Infestation Pits. Ich glaube aber, dass der eine uns jetzt gleich irgendwo reindroppen wird. Mit dem einen meinst du den, der ihn droppen kann? Der ja. Terraner. Also ich habe gleich mein Upgrade, dann können wir von mir aus voll losstarten. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ja doch, rein. Ich fokusse die. Oh nein! Fuck! Nee, alleine kann ich dann doch nicht viel machen. Ich habe vergessen, dass die Scheiße an ist. Ja, das hat man gar nicht gemerkt. Kriegen wir gesaved. Der hat seine Army da unten alleine. So. Oh, jetzt hat er, jetzt droppt er bei mir. Oh. Ja, dann zurück mit dir, ich mache Aggression. Ja, ich kann ja nicht viel machen mit Ling. Und jetzt kickt er mir noch den Spire. Ja, da kann ich überhaupt nicht fighten. Ey. Ja, ich komme. Sekunde. Ich fokusse den Hellbat. Ja. Jetzt bin ich. Das Timing war aber auch perfekt, ey. Ja, das Problem war halt, dass ich die Attacke verkackt habe. Aber ich habe jetzt seine Echse vorne gekickt. Ja, jetzt kommen die vorne schon wieder mit den Roaches. Ich habe keine Units. Ja, ich habe keins von diesen Drecksfliegedingern, die man als Protoss eigentlich immer braucht. Ah, er könnte jetzt wieder.
Kontakt. Wirklich so, jetzt haben die nur gewonnen, weil die so das perfekte Timing getroffen haben. Ja, und weil ich halt einen riesen Micro Missklick gemacht habe. Also wenn du mir hilfst, dann kriegen wir die Roaches abgewehrt. Ja, ich komm. Bin mir schaffbar. Okay, das ist scheiße. So, meine Äxte haben die, glaube ich, gekickt. So, Mutters kommen. Ich konnte den... Der mit seinen scheiß drei Marines da noch. Das ist kacke, dass du den Spire jetzt nicht hast. Doch, hast du mir wieder, ja. Ich dachte, er muss das unterwegs. Oder? Ich baue jetzt erstmal so ein Ding, das Protoss immer brauchen, ja. Okay. Mothership Core meinst du? Ja. Für mich braucht Protoss das, das reicht. Ehre den Dalai Lama. Oh Gott, ist das gerade ein Game, ey. Ja, ist schon cancerös, ja. An meiner Hexe. Ja, da kann ich jetzt gerade mit Loot aus und so nicht viel machen. Ja, wenn wir zusammen angreifen. Oh, pass auf, dass er dir nicht reindroppt. Ja, macht er ja gerade. Ja, aber der Drop ist. Der ist für den Arsch. Vorne geht er mit den Roaches rein. Ja, da alles verloren hier. Ja. Verliert alles. Ja, wenn du mir schnell hilfst mit den Mutas, dann ist gut. Komm. Ja, die werden noch ordentlich Schaden machen. Boah. Oh Mann. Ja, die haben viel verloren. Die haben, wie gesagt, auch eine Echse verloren. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir jetzt einen Counterpush machen oder wenn du ein bisschen harassst, könnte das auf jeden Fall. Ja, der unten zieht da die Gold. Der zieht da übrigens auch. Ich weiß nicht, ob es eine Planetary ist. Wenn nicht, möchte auf jeden Fall mit den Linken. What the fuck? Ich habe auf jeden Fall ein paar Marines gefunden. Jetzt Hydras gebaut. Ja, ich muss langsam mal Backswitch machen, aber. Der hat auch Sports schon. Also, ich werde auf jeden Fall weiter die Adept pumpen, weil die gegen die Hydras eigentlich recht gut sind. Mineralienfeld erschöpft. Den Einzelner kannst du auch downfocusen, oder? Den Spore. Ah, ne, es sind zwei, schon gut. Ja, ich krieg einfach hier ein bisschen. Die Echsen, okay. Ah, oh, also das bisschen Gas. Bisschen harassen. Oh, Mann. Ja, schon wieder. Ich krieg meine Echse nicht hochgezogen. Ah, liebe. Das sind Widowmines, pass auf. Ja, ja. Hast du keinen Observer? Nee, ich muss auch Blink rankriegen. Ich baue jetzt ein Robo. Kann ich sagen, langsam renne ich auch. Da hat er auch einen Extra. Die müssen wir kicken, sonst haben die einfach zu viel. Ja, aber das sind halt überall Turrets, denke ich mal. Oh. Da hat er schon den direkt die nächste hochgezogen. Da ist er gerade. Aber noch alleine. Lass die Bands durch. Ah. Nee.
Das Timing von denen war einfach zu gut. Ja. Wären die 2 Minuten später gekommen. Naja. Ich nehme die Schuld auf mich. Wie gesagt, ich habe einmal die Adepts da verloren. Ansonsten wäre das Engagement gut gelaufen. Dann wäre zwar noch der Drop durchgegangen, aber das wäre nicht so übel gewesen. Ja, es war einfach. Der kommt da wirklich 2 Sekunden, bevor der Spire fertig ist. Kommt er halt reingedroppt und tötet auch noch den Spire. Das ist halt. Machst du nix. Mhm. Und dann habe ich halt meine Länge alle verloren gehabt, weil wir da nicht zusammen engaged sind. Naja. Ja. Gibt bessere Matches. War das erste Match heute, von daher geht's. Das ist immer so meine Ausrede. Ein Spiel. Ja, ja. Klar. Sonst spielst du ja immer besser, Kappa. Golden Kappa, please. Ja, ja. Wie kriegt man das eigentlich? Indem man so oft Kappa spammt, dass man... Keine Ahnung. Was laberst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das bekommt. Ich weiß, dass es gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt. Es gibt kein Golden Kappa. Doch, gibt es. Nein. Doch, 100 Pro. 100 Pro nicht. Wetten, wa? Um was?